So Deutsch, aber vier offizielle Sprachen, ja, ungefähr gefühlte 1000 Dialekte. Und ist es der schönste? Hast du irgendwas verstanden? Hallo zusammen, ich bin Naomi, das ist der Reboots Report. Ich bin Speakerin bei den Helvetic Guards und wir dokumentieren heute die zweite Woche von der ELF. Es ist Game Week 2. Wir fahren zu den Helvetic Guards, heute ist Mittwoch. Es geht erst einmal ins Meeting, ich bin viel zu spät, es ist 7 Uhr. Wir haben eine halbe Stunde Meeting. Die Musik ist gerade so episch. Das ist ein Wahnsinn. Ich gehe gerade so episch ins Mittwochstraining rein. Ich komme so episch zu spät mit der Musik. Wer ist er denn? Quarterback for the Guards. Ja? Kauf mit deinem Finger irgendwas an der Linse zu machen. Hallo. Ich bin der Uwe und ich bin auch du dabei. Es geht los, ab nach Italien mit Paul-Philipp Lasch. Action Jackson, jetzt geht's los. Ein Late Trip vorm Game Day nochmal nach Italien, um unsere Männer besser aussehen zu lassen morgen. Let's go. Road Trip mit Paul, Bella Italia. Wir kommen. Proviant ist da. Eine Schande, wir fahren nach Italien und Dennis ist da vor McDonald's. Ich werde dann eine schöne Pizza Frutti de Mare essen. Ja, macht euch keine Sorgen, ich schraube mir schon auch noch eine Pizza rein. Aber, Herr Hunger, heute war schon viel los. Hier geht's nach Italien. Was machen wir in Italien? Wir treffen uns auf halber Strecke mit unserem Supplier, weil, wie ihr wisst, es funktioniert nicht immer alles nach Plan. Wir machen alles dafür, dass ihr davon nichts mitkriegt, aber Real Boots Report filmt natürlich dahin, wo es weh tut. Deswegen fahren wir jetzt nach Italien und holen da Gear ab. Teil für das Game morgen und ein Teil für nächste Woche. Das machen wir jetzt und es wird lustig. Wir sind in Südtirol. Es ist einfach sehr schön hier. Ich weiß nicht, ob man mich hört wegen dem Wind. Das ist, glaube ich, ziemlich blöd, aber Südtirol ist sehr schön. Da sind wir gerade. Paul und Butz in Gefahr. Hier geht die Welt unter und wir fahren direkt fürs Team in den Weltuntergang, um die Jerseys und die Hosen zu holen. Paul, wann sind wir denn da? Ja, in 10 Minuten, also genau da. Mal, leck mich doch mal mit Schwarz hin. Ich wieder T-Shirt, kurze Hose, habe ich gedacht, Bella Italia, machen wir hier auf Auftritt und jetzt kommt das hier. Wir sind gleich da, schnappen uns die Sachen und dann fahren wir aus dem Regen raus, essen Pizza, trinken natürlich noch einen Espresso, das muss sein, wenn wir schon in Italien sind und dann geht's wieder ab nach Hause. Ah. Okay. Vorbei. Jetzt wird abgerechnet. Das war ganz wichtig, bei Mautstation eng ranfahren, ja. Weil sonst wird es peinlich mit Aussteigen, wenn die Tür nicht aufgeht. So, aber ich brauche eine Quittung. Quittung. Ja, okay. Ja, na hier, Quittung. Also Quittung, sie so grazie, okay. So, wir haben die Ware bekommen. Wir haben mal, jetzt gehen wir was essen. Italia Uno. Hunger. Nachdem morgen Game ist, gibt es Nudeln mit Hack. Und eine Pizza Diavolo, damit morgen hoffentlich die Bustoilette. Es gibt eine ganz, ganz wichtige Regel, die hat Peter Schüler aufgestellt. Im Bus wird nicht gekackt. Niemals, wir parken. Paul Diavolo, Vollgas. Let's go. Der Paul holt jetzt Bargeld und lädt mich ein. Ich hätte viel mehr fressen sollen. Schau, da läuft er. Also wir sind jetzt wieder an der Mautstelle von Italien nach Österreich. Wir hätten schon gefühlt seit einer Stunde zu Hause sein können. Wenn nicht er vor uns irgendwas macht, so tut ja lasst die Woche. Was macht denn der? Der muss jetzt einmal zufahren. Ich will heim. Er hat irgendwas zurückgeschimpft auf Tschechisch, aber ich hab's nicht verstanden. Er hat gesagt, ich glaube, ich soll's Maul halten. Guten Morgen, es ist soweit. Ich fahre zum Treffpunkt. In 25 Minuten geht der Bus, dann geht's ab nach Will. So, ich bin angekommen. Es sind schon alle da. So, jetzt packen wir's. Servus. Now we interview a foreign guy. What does he take for food in the away part? Bro, what you eating? Why are you going? Food? You want to see what food I away? Bananas, nuts, pasta.
Thanks. What does mean enjoy your meal in Danish? Willkommen. 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 Ja, yeah, makes sense. So, dann haben wir den nächsten. Jetzt geht's bei dir zum Essen. Porridge. Porridge mit was drin? Haferflocken, Früchte, Himbeeren sind drin. Und dann haben wir Nudelsalat. Wundervoll vorbereitet mit viel Liebe. Von wem? Tobi und mir. Nicht zu viel Fleisch. Viel Kohlenhydrate, ganz wichtig. So, Edzard, hau mal raus. Was ist der Gerd? So, ja, Lachsbaguette. Wir haben Käsestange. Und Nussschnecke. Ah, wenn du heuer verkaufst. Maximilian Wild, was gibt's heute bei dir zum Essen? Ich habe hier Bolognese. Aha, sehr gut. Viel Fleisch. Das Wichtigste ist Kuchen für die D-Line. Alter, there you go. There we have another guy from the D-Line. Turkey and rice. And a little bit of sweet chili sauce. Yeah. I see. Now I'm here in the defensive backfield. Like some pass. Some muffin. Made from your girlfriend. Apple. Orange. Protein bar. All right. Stay hydrated, some water, of course. Hallo. Butcherpot. Ich hab dabei Eierreis und Bananenkrautenbrot. Hast du das selber gemacht? Mehr Freundin gemacht. Sehr gut, danke. Ja, here we have the Canadian and the Beast, Jarvis. A banana. That's all? That's it. I really can't play on the full stomach, bro. Yeah, I can't do that. So okay. I like to keep it light. Ja, wir sind angekommen. Jetzt gehen wir mal da rein. Ja. Was gibt's da, Paul? Bitte, das sind die Teambänder. Geschenke. Was kann man damit machen? Damit kommt man dann vermutlich aufs Spielfeld. Achso, Helm und Pads reichen nicht. Nee, man braucht eine. Sehr gut, alles klar, Alter. Wir haben jetzt Teambänder bekommen, weil scheinbar reicht es nicht, wenn man Pads und Helm anhat und ein offizielles ELF-Trikot, um aufs Feld zu kommen, sondern wir brauchen diese Festival-Bantel. So, hier haben wir die Kabinen. Da ist der Physiotisch. Da sind die Duschen. Da ist der Defense-Teil der Kabine. Und jetzt gehen wir mal raus aufs Feld. Oh, schön, Stadion. Servus. Schön habt ihr es da hier unten. Jetzt gehen wir mal wohin? Den kennen wir noch aus der deutschen Nationalmannschaft. Was geht ab, Alter? Wie geht's dir denn? Hey, herzlich willkommen bei Real Boots Report. Wir sind hier in Wiel, in St. Gallen. Unser erstes Homegame von den Helvetic Guards. Ich freue mich. Gut. Und wir sind zu Gast, bester Mann. Gut. Ciao zusammen, ich bin der Milos, ich spiele Defense Tackle für die Helvetic Guards. Wir freuen uns auf das Game. Danke. Sehr gut. So, hier wird noch fleißig bemalt. Schau hin, so werden die Hashes bemalt. Was ist jetzt das? Aha, ist sehr zart. Der malt die Side Hashes, schau hin. Herr Partybubel, so schaut der Game Day aus, wenn noch keine Leute im Stadion sind. Wir haben jetzt gleich Game Mode. So, das ist Game Mode quasi. Wir stretchen uns einfach nochmal vorm Game, damit wir alles ein bisschen Schwung kriegen nach der Fahrt. Die war jetzt nicht allzu lang, aber es ist ein schönes Ritual. Da werden wir jetzt auch mitmachen. Wie geht's denn am Game? Schönes toughes Game gesehen. Soll ich sagen, sehr gutes Team, Tirol. Aber wir haben wirklich gut gespielt, Defense vor allem. Aber wo wir halt ein bisschen Knackpunkt hatten, ist in der Offense. Danke, geiles Game. Danke, ich freue mich auf, wenn ihr bei uns zu Gast seid. Freue mich sehr. Hallo, hier ist der Manuel. Tutteli du. Hallo Manuel, Sie müssen uns so in die Sonne stellen. Ah, wegen Schwarz. Schwarz. Was? Der Typ verdrückt einfach eine Pizzaleine. Wie hat das Game gefallen? Das Game war ganz nice. Wutz hat sehr gut gespielt. Ich war zufrieden mit Wutz. Ja. Explosiver als vor 2 Jahren. Mhm. Das Spiel heute hat ganz klar gezeigt, dass Europa noch so viel mehr zu bieten hat, weil ein Schweizer Team uns so die Stirn geboten hat, einen so einen guten Football gespielt hat. Also absolut gigantisch. Und ich glaube, da verstecken sich noch viel mehr Talente in Europa. Das war's jetzt von uns. Ich esse jetzt meine Pizza und ihr, danke fürs Zuschauen, abonnieren, eskalieren, liken, kommentieren, teilen mit Familien, Freunde, Arbeitgeber, Arbeitskollegen, Tinder Day, Bumble Day, raushauen, Facebook und jetzt WhatsApp. Aber abschalten. Und abschalten. Tschüssli. Peace out. Ciao. Er gibt kein Mikrofon. Wieso? Nein, wieso? Ach, und so, hey, Michael, hol ich keine Kleber da. Expose. Oh, you fucking bitch. This guy kind of has some anger problems during the game. That's totally not true. That is sehr verärgert.
Danke vielmals, dass ihr reingeschaut habt. Abonniert den Channel und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend zusammen.